Sexy. Irgendwie ist halt das Plastik abgesplittert. Ich kann nicht mehr. Ich hab gedacht, ich heule noch ein bisschen. Gar nicht mehr. Das war der Hauptandruck. Ich hab ein bisschen Angst, ne? Ich hab auch wirklich Angst. Hallo, hallo, herzlich willkommen in meiner Wohnung. Tatsächlich habt ihr diese Sicht, glaube ich, noch nie gesehen. Die andere ist ja vertrauter, also die zumindest entweder auf meinem Sofa oder die am Schreibtisch. Aber heute werdet ihr auch ein bisschen hinter die Kulissen schauen können, denn hier wird heute gekocht. Auf großzügigen 12 Quadratmetern empfängt Toni heute ihre Gäste bei sich zu Hause in ihrem Kölner Stadtloft. Dabei soll es ihnen möglichst an nichts fehlen. Deshalb steckt sie schon seit Tagen tief in der Planung. Wie viele Gäste erwartest du denn? Insgesamt kommen noch 8 Leute oder 7. Wir sind, glaube ich, zu 8 oder zu 9. Einer hat auf jeden Fall abgesagt. Ich glaube, wir sind insgesamt jetzt zu 8. Also ich würde sagen, der Platz ist hier relativ großzügig. Und ich frage mich, warum wir nicht noch mehr Leute eingeladen haben. Na, dann kann ja nichts schiefgehen. Warum eigentlich ein perfektes Dinner? Und zwar ist das inspiriert von meinem Buch. Und zwar, wo du uns findest. In dem Buch wird ja gekocht. Also Melina ist Kochbloggerin und an einer Stelle organisieren die sowas wie das perfekte Dinner. Und ich habe gedacht, das wäre eigentlich voll die coole Sache, das mal nachzustellen. Und zu dem Zeitpunkt habe ich noch nicht damit gerechnet, dass ich sehr, sehr, sehr aufgeregt bin. Ich hoffe, gleich kommen die Leute. Wir haben jetzt kurz vor zwölf. Und einige haben schon geschrieben, dass die Bahn Verspätung hat. Das heißt, die wollen mich auf die Folter spannen. Ich muss euch noch ein kleines Geheimnis erzählen. Und zwar habe ich meine Küche vor ein paar Tagen selber beklebt. Und zwar ist sie normalerweise eigentlich lila gewesen, aber ich fand das halt total hässlich. Und weil ich wusste, wir filmen hier in der Küche, wollte ich das gerne ändern und habe mir so Klebefolie bestellt. Und wir haben alle gesagt, das wird schief gehen, aber es hat funktioniert und wir können hier heute drehen. Also ich wurde mal wieder unterschätzt. Was haben Antonias Klebefolie und unsere Gäste gemeinsam? Man kann sie sich nicht schöner vorstellen. Heute zu Gast sind Johanna, Elle und Yannick, Annalena, Jackie und Lena. Love is in the air. Die Stimmung könnte nicht besser sein. Wer kocht denn heute die Vorspeise? ich bin Annalena von Annalenas Bücher. Also ich bin Lena von Lena liebt es Lesen. Ich bin Jackie von Jackies Bookworld. Die Vorspeise kochen heute Annalena, Lena und Jackie. Ich bin sehr gespannt. Die haben mich gefragt, ob ich einen Pürierstab habe gestern Abend. Habe ich gesagt, nein. Das ist alles, was du weißt? Ja. Dieses Video ist wieder in Zusammenarbeit mit BookBeat entstanden, also der Hörbuch-App BookBeat, die auch mittlerweile den meisten von euch bekannt sein wird. Eine meistgestellte Frage, die ich bekommen habe, wenn es um mein neues Buch geht, ist, ob es auch ein Hörbuch geben wird. Und ja, es wird eins geben und das könnt ihr auch auf BookBeat hören. Das ist gelesen von der lieben Hannah, da habe ich mich besonders drüber gefreut, denn tatsächlich war Hannah von Anfang an meine Wunschsprecherin für Melina und dass es geklappt hat, das ist für mich was richtig Besonderes. Und der Louis, der übernimmt den Part von Ben und das ist für mich eine besondere Ehre, weil er der Sprecher von Connor aus How to Get Away with Murder ist. Und das war eine meiner Lieblingsfiguren. Und deswegen freue ich mich da auch ganz besonders auf das Ergebnis. Aber es gibt auf BookBeat natürlich nicht nur mein Buch, sondern auch eine ganz, ganz große Auswahl von anderen Hörbüchern, die ihr 2 Monate lang kostenlos hören könnt, wenn ihr meinen Code TonyPure benutzt. Den Link dazu packe ich auch nochmal in die Infobox rein. Ihr könnt das jederzeit kündigen, also heißt, ihr seid da ganz flexibel und könnt erstmal reintesten, schauen, ob das etwas für euch ist. Und dann alle Funktionen nutzen. Ich kann mir BookBeat mittlerweile echt aus meinem Leben eigentlich gar nicht mehr wegdenken, weil ihr wisst es ja, meine Konzentration beim Lesen ist leider sehr am Limit und deswegen greife ich immer häufiger auch auf Hörbücher zurück und kann es euch sehr empfehlen. Sexy, tada, guck mal, auch rosa. Ich muss mit dir schimpfen. Ich weiß, ich hatte keine Zwiebeln. Warum sagst du denn so, ich hab Zwiebeln? Hey, Schalotten sind fast genau das Gleiche. Wir hätten Zwiebeln von mir mitnehmen können. Ist doch trotzdem fast das Gleiche. Es wird. Also wir haben vor, eine rote Beete-Suppe zu machen, weil auf dem Foto ist sie pink. Und das Cover vom Buch ist pink und deswegen haben wir uns dafür entschieden, weil
laut Antonia sollte alles pink sein. Annalena und ich haben halt unsere Wurzeln auch in Polen und da ist es quasi so ein Hauptgericht, Standardgericht zu Weihnachten und deshalb haben wir uns auch entschieden, dazu rote Beete-Suppe zu kochen. Während die Zwiebeln in der Pfanne leicht anschwitzen, wird die rote Beete geschält, kleingeschnitten und gestückelt. Kinderleicht, oder? Also wir haben den Nicer Dicer ganz normal verwendet, haben die rote Beete draufgelegt, haben es runtergedrückt und irgendwie ist halt das Plastik abgesplittert. Und dann haben wir versucht, die rote Beete zu waschen. Und dann ist immer noch nicht alles rausgekommen. Selbst beim Abbraten in dem Topf haben wir Plastik, den wir mit den Fingern rausgeholt haben. Warte. Nein, warte! Nimm das Stück. Hier, wer frei. So. Natürlich. Also es wurde schon gesagt, dass eventuell man Plastik im Essen finden könnte. Muss ich sagen, hat ein bisschen meine Lust auf das Ganze gedämpft. Aber ich versuche mal positiv zu bleiben. Also wir können auch nicht garantieren, dass nichts mehr drin ist. Auch in Antonias Wohnzimmer wird über Inhalte gesprochen. Hier steht aber ihr neues Buch im Mittelpunkt. Also das Ding ist, es ist ja bei dem Buch, es beginnt ja quasi anders. Dadurch, dass die beiden schon in der Beziehung sind. Und das ist ja, bei den meisten Romance-Büchern ist ja so dieser Kennenlernprozess eigentlich das, was so dieses Kribbeln besorgt. Mhm. Und ich wollte halt eben meine Geschichte schreiben, die erst später... Die jetzt später einsetzt und dann halt auch eigentlich das erzählt, was erst kommt, wenn man in der Beziehung ist. Und trotzdem aber irgendwie auch so dieses Kribbeln beibehalten. Also trotzdem möchte man ja auch eine Geschichte über Liebe lesen und nicht nur über Kummer. Und deswegen halt eben diese Rückblenden aus der Kennenlernzeit und halt trotzdem aber auch hier im Hier und Jetzt. Und da haben wir uns gerade schon drüber unterhalten, dass es eigentlich seltener ist, ne? Ja, also in den Büchern, die ich hier bisher gelesen habe, habe ich es nur noch gar nicht gelesen, muss ich ehrlich sagen. Aber fand ich sehr cool, dass man halt immer direkt schon in dieser Beziehung drin ist, wenn man diese Geschichte liest. Ja, halt einfach mal was anderes. Genau, war halt echt mal was anderes. Aber ist dir echt gut gelungen, auch mit den Rückblenden, wie die sich kennengelernt haben. Und ich finde, dadurch, dass die in dieser Beziehung schon drin waren, hat man trotzdem noch dieses Knistern halt so gespürt, sag ich mal. Mhm. Also der erste Band war ja schon von mir ein Jahreshighlight. Der zweite Band würde ich jetzt mal hier so öffentlich verkünden auch. Dadurch, dass du diese zeitlichen Aspekte hast oder diese zeitlichen Sprünge, hat man nochmal so eine ganz andere Art von Spannung. Weil natürlich... Und das ist ja sowieso meistens bei Romance-Büchern so, dass man irgendwie weiß, wenn sich die zwei kennenlernen, dass es darauf hinausläuft, dass die beiden irgendwie in einer Beziehung sind oder sich einander verlieben. Und das ist ja von Anfang an bei dir auch klar, dadurch, dass die ja eh schon zusammen sind. Aber du hast so eine interessante Spannung von dem, wie die vielleicht waren, als sie sich kennengelernt haben, wie sie jetzt sind, was das bedeutet, vielleicht auch mit einem anderen Menschen älter zu werden oder erwachsen zu werden. Das ist ja auch, finde ich, so ein New Adult-Thema, einfach auch so dieses Becoming of Age. Nicht im Young Adult-Stil, sondern halt so ein bisschen, was es bedeutet, zwischen 20 und 30 einen Partner zu finden, mit dem über eine längere Zeit zusammen zu sein und ja, was dann eben auch alles kommen kann. Ne? Also Seite 337 zum Ende hin, bis in Seite 338, da muss ich ehrlich sagen, habe ich ein bisschen weinen müssen. Die war sehr emotional, fand ich. Also einfach das, was gesagt wurde, aber das kann ich jetzt hier nicht sagen, weil das wäre ein Spoiler. Derweilen ist in der Küche noch alles beim Alten. Ey Leute, 600 da ist halt Liter. Immer noch was drin. Ich weiß nicht, ob wir das den Leuten vorsetzen dürfen. Soll ich Pommes holen? Der wäre besser. Aber so schnell gibt Team Vorspeise nicht auf. Brühe hinzugeben, eine Orange auspressen und Kokosmilch darf auch nicht fehlen. Ja. Was? Die ist, glaube ich, gefroren. Was ist gefroren? Nein. Ist so blöd, dass das Kokosmilch was so schwimmt. Die ist gefroren. Ich arbeite nie mit Kokosmilch hier. Du musst die rühren. Also wir haben jetzt soweit alles fertig. Es ist jetzt alles im Topf. Und es muss jetzt 20 Minuten köcheln. Und dann müssen wir es nur noch pürieren. Und dann ist es fertig. Seid ihr zufrieden, wie es gelaufen ist? Nein. Im Wohnzimmer läutet Antonia eine Spielerunde ein. Ich habe überlegt, wir spielen heute Germany's Next Bookfluencer. Das heißt, ihr bekommt eine Aufgabe. Vielleicht kennt ihr das auch aus einem bekannten Modelformat, dass man so einen Spot quasi drehen muss. Ja, okay. Und ihr bekommt quasi, ihr müsst euch jetzt vorstellen, also ihr seid halt Bookfluencer, also Bookstagrammer. Und ihr nehmt gerade eine Story auf, in der ihr mein Buch promotet. Mhm, okay. Und ihr habt dafür 30 Sekunden Zeit, einen richtig guten Werbespot zu machen. Ihr könnt euch alles einfallen lassen. Ihr könnt auch andere Sachen da noch hinzunehmen. Ihr könnt euch einfach davor setzen. Aber ihr müsst den Leuten das Buch schmackhaft machen. Warum sollten sie das Buch kaufen? Okay. Okay, das haben wir Vorbereitungszeit? Von mir aus ja.
Bisschen. Ich sag mal so, ich wollte günstige Arbeitskräfte. Ich habe mir überlegt, wie kann ich denen verklickern, unauffällig, dass sie Werbung für mein Buch machen müssen, ohne dass sie bezahlen muss. Und deswegen habe ich gesagt, formuliere ich das Ganze als Challenge und fordere den Ehrgeiz quasi von denen auch heraus, dass sie gewinnen wollen. Dass die mir einen richtig guten Spot drehen, kostenlos. Die Zeit läuft. Jetzt gilt es, schnell eine gute Idee zu haben. Als Toni gesagt hat, wir müssen euch einen Spot aufnehmen, war ich erstmal ganz... Ja. Aufgeregt. Ich war auch aufgeregt, weil es ja halt ein One-Take werden soll. Sonst hat man ja halt mehrere Versuche. In dem Fall hatte man jetzt nur einen Versuch. Und das ist natürlich schon ein bisschen aufgeregter. Es ist typisch von Toni. Ich kann ehrlich gesagt froh sein, dass es nur 30 Sekunden waren und nicht, dass ich mir selber in dem Moment noch einen TikTok-Dance ausdenken sollte, wo ihr Buch im Zentrum steht oder sowas. Also, ja. Ich glaube, ich weiß schon, womit ich werbe. Euch ist klar, das sind ja alles auch auf Insta. Die werden eingeblendet, die Spots. Also ich könnte jetzt ganz viele andere New Edit-Geschichten nehmen. Ah ne, das kann ich auch nicht machen. Geil. Oh. Jeden Morgen Toni, wenn er wegklingelt. Wenn jetzt alle wach sind, kann es ja losgehen. Kennt ihr schon die Spiegel-Bestseller-Autorin Antonia Wesseling? Nein? Dann lernt ihr sie auf jeden Fall bei diesem Buch hier kennen. Denn am 27.04. erscheint ihr neues Buch, nämlich Wo du uns findest. Und sie hat schon viele andere Bücher veröffentlicht. Und hier könnt ihr sie einmal sehen. Das sind ihre Bücher. Und ja, das Buch erscheint am 27. Ihr könnt es noch vorbestellen. Das war das schlechteste Spot, den ich je gesehen habe. Dabei sein ist alles. Ja. Gleiches gilt auch in der Küche. Wir pürieren jetzt die Suppe. Ja, wir haben extra die Küche geschützt. Ja. Im Müllbeutel. Ja. Also, es war chaotisch, aber am Ende ist es ja was geworden. Also, für einige von uns. Team Vorspeise fährt die ganz schweren Geschütze auf. Oh mein Gott, au! Au! Nee, genau, wir hatten das Problem mit dem Pürierer, beziehungsweise mit dem Mixstab, dass der einfach so einen großen Unterdruck hergestellt hat im Topf, dass uns die rote Beete einfach wirklich um die Ohren geflogen ist. Ich kann das nicht mit Absicht. Das war der Unterdruck! Schmeckt! Das war der Unterdruck. Ja, sag ich ja. Inzwischen macht sich schon die nächste Werbedame bereit. Also, ich sag mal so. Ich war mit ihm unterwegs, ja. Ich wollte eigentlich nur, also eigentlich hatte ich keinen Bock auf feiern gehen. Aber ich dachte, du, ausnahmsweise mach ich's mal, ja. Und dann gehe ich in den Club und da ist da er. Ja, er war da. Ich habe auch mit ihm, hab mich mit ihm unterhalten. Es war mega süß. Und dann hat er mir seine Nummer auf meinen Arm geschrieben. Er hat es Tattoo genannt, ich habe es ihm durchgehen lassen. Es war zwar kein Tattoo, weil es war mit dem Edding, aber egal. Ja, aber leider kam es dann überhaupt nicht zum Kontakt, ja. Ich weiß auch nicht, ob ich da was falsch gemacht habe. Und dann, du wirst es mir nicht glauben, ein paar Tage später lag ich mir eine bekannte Dating-App runter, ja. Weil, sind wir mal ehrlich, also wer hat es noch nicht gemacht? Ab einem gewissen Punkt muss man halt einfach auch mal die großen Register ziehen. Und wen sehe ich da? Ihn! Ja, das war mega unangenehm. Ich habe jetzt auch leider tatsächlich gerade emotional keine Kapazität mehr, noch weiter darüber zu reden, was passiert ist. Aber wenn es dich interessiert, ja, dann würde ich mir, wo du uns findest, von Antonia Wesseling vorbestellen. Da steht alles drin. Und wie es dann weiterging, auch noch, weil ganz ehrlich, ne, bei so einem sprunghaften Kerl kann man sich vorstellen, wie es weiterging. Ich kann nicht mehr. Ich habe gedacht, ich heule komplett. Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ja. Ich finde, man darf sich bei solchen Sachen immer nicht zu ernst nehmen. Fehlt nur noch einer. Ihr alle habt sicherlich, wenn ich uns verliere, von der lieben Toni gelesen. Also, ich hab's auf jeden Fall. Aber am 27.04. kommt das Buch Wo du uns findest raus. Das ist der zweite Band der Light of Dark-Reihe. Dann ist das der falsche Titel. Light in the Dark. Light in the Dark, ja. Light in the Dark, meine ich, sorry. Einmal Applaus für Toni erstmal. Danke, danke. Auf jeden Fall, am 27.04. erscheint der zweite Band der Reihe und es ist super gut, denn es ist nicht ja das typische New Edit Buch, wo alles direkt darauf hinausläuft, dass jemand zusammenkommt, denn hier sind unsere Protagonisten Mel und Ben bereits zu Beginn der Geschichte zusammen. Wir erfahren außerdem auch, wie die beiden zusammengekommen sind und was so eine Beziehung für Hürden haben kann. Ja.
Naja, ich hatte mir das ein bisschen professioneller vorgestellt, ein bisschen euphorisierter, einfach leidenschaftlicher. Ich hatte das Gefühl, die Leidenschaft ist nicht so rübergekommen. Es wurde nicht ernst genommen, die Aufgabe. Es wurde zu viel gelacht, auch von meiner Seite. Ich gestehe den Fehler ein. Bei Team Vorspeise ist nun der Moment der Wahrheit gekommen. Probieren. Und cheers. Cheers. Es muss doch noch angerichtet werden. Also wenn wir einen Punkt kriegen, dann war das nur das Anrichten. Ob das die anderen auch so sehen werden? Endlich ist es soweit. Die Vorspeise wird aufgetischt. Ich bin sehr gespannt. Ich habe auch echt richtig Hunger. Ich habe richtig Hunger. Ich würde sagen, ich bin zutiefst vorfreudig. Guten Appetit. Guten Hunger. Aber du musst doch gar nicht mitprobieren. Du bist doch gar nicht in der Gruppe. Es könnte halt auch irgendwie so Spaghetti-Eis sein. Das sieht aus wie pürierte Marmelade. Ich könnte es mir einfach lecker vorstellen schon. Ich habe ein bisschen Angst, ne? Ich habe auch wirklich Angst. Du findest es okay? Ich finde es wirklich nicht schlecht. Okay. Ah, ist das scharf. Ich glaube tatsächlich, am Ende fanden alle am schlimmsten, dass es halt wirklich scharf war. Ja, das stimmt. Ja. Und das war, glaube ich, das, was die meisten gestört haben. Es war zu spicy. Ich habe mal gesagt, dass ich so mein Geschmack ist so wie so eine Kinderzunge. Also heißt, ich mag nichts, was irgendwie außergewöhnlich ist oder sowas. Also wenn so Sachen gekocht werden, die schmecken schon zu erwachsen manchmal. Also ich persönlich esse sehr gerne scharfes Essen. Deshalb, also ich habe es jetzt eigentlich gar nicht als scharf empfunden. Man hat ein bisschen die Schärfe rausgeschmeckt. Aber für mich war es eigentlich so gar nicht scharf, muss ich sagen. Doch, also wo ich dann die Suppe komplett auf hatte, hatte ich schon das Gefühl, ich wäre jetzt ein Drache. Ich wäre gleich vorher Speit. Also ich finde es gut eigentlich, aber ich mag einfach keine rote Beete. Ja. Und ich mag nicht scharf. Aber ich finde, es ist kulinarisch trotzdem. Also ich sag mal so, es gibt ja Dinge. Was ist denn bei mir? Beispiel. Weil ich es gibt Beete, Leute, ich scharf, ich die sind. Es gibt beispielsweise Männer, die finde ich. Scharf? Jetzt müsste ich in einen Spieler kommen, wie viele Peperonis dein Buch hat. Also ich das wäre jetzt die beste Werbung. Ich finde, es gibt Männer, die sind halt schön optisch, aber die sind nicht mein Typ. Mhm. Weil du hast diese Suppe auch. Und die Suppe ist nicht mein Typ. Ansicht? Ich würde wirklich sagen, ich habe mich gut ausgedrückt. Du würdest es auch wieder so sagen. Ich würde es wieder so sagen. Dann starten wir mal mit der Punktevergabe. Wie hat es euch insgesamt geschmeckt? Ich würde 6 Punkte geben. Einfach weil, wie gesagt, ich diese rote Beete an sich nicht mag, aber weniger Punkte wären auch nicht gerecht, weil es an sich eine gute Konsistenz hatte, auch guten Geschmack. Also es war alles sehr, wirklich sehr gut gewürzt, aber einfach diese rote Beete ist nicht so meins. Deshalb kann ich jeder da keine 10 Punkte geben, sonst wären es definitiv 10 gewesen. Ich vergebe 5 Punkte. Ich fand es auch optisch richtig schön angerichtet. Es ist halt einfach so nicht so extrem mein Geschmack, aber ich glaube, wenn jemand rote Beete mag, dann wird es definitiv nur 10 Punkte. Auf jeden Fall, ja. Also ich habe mich für 3 Punkte entschieden. Das mag jetzt für den einen oder anderen hart klingen, aber der eine Punkt ist halt für die Optik, der eine ist für die Bemühungen und der andere Punkt ist dafür, dass ich glaube, dass es Menschen schmecken kann, die rote Beete mögen. Ich habe mich für 7 Punkte entschieden. Ich musste ein bisschen was abziehen von der 10, weil an sich hat es mir ja sehr, sehr gut geschmeckt. Aber wie gesagt, fürs Plastik, es tut mir leid, ich habe lange mit mir gerungen, muss ich mindestens 2 Punkte abziehen. Und dann war halt die pfeffrige Note für mich persönlich zu stark und dann bin ich bei 7 Punkten rausgekommen. Somit erkämpft Team Vorspeise stolze 21 Punkte. Ob das für den Sieg reicht? Also ihr seid ja in der ersten Folge schon hoffentlich warm geworden, was das Schauspielern angeht, denn ich habe jetzt gute oder schlechte Nachrichten, also je nachdem, wie ihr es sehen wollt. Willst du damit sagen, dass es vorbei ist? Nein, das war nicht gut. Weil ihr alle Leute, ich kann das so nicht. Vor allem habe ich mir auch in der maskulinen Rolle halt gut gefallen.